Guten Morgen. Morgen, moin, moin, moin. Bist du bereit für deinen großen Tag? Ob ich bereit bin, weiß ich nicht so. Aber auf jeden Fall bereiten wir uns gut vor. Das ist das Wichtigste. Jeden Morgen darf die Vitalstoffzufuhr nicht fehlen. Athletic von ESN enthält alle essentiellen Vitamine und Mineralstoffe. Und dazu supplementiere ich noch mein Vitamin B12 Spray und mein Vitamin D3 K2 Spray. Für jedes Training oder nach dem Training meine 30 Gramm Packung von ESN. Designer wird das bestschmeckendste und beste Protein Deutschlands. Mit dem Rabattcode Eckerling kriegt ihr maximalen Rabatt auf euren Einkauf. Auf geht's. Ready? Ich bin ready. Bist du ready? Ja, sehen wir gleich. Angekommen bei unserem Special Guest. Yes. Ich muss nur gucken, ob er hier die königlichen Tore aufmacht. Hello! Ringy, ringy, ding dong. Was ist denn hier los? Aber ich. Oh. Gut. Noch nicht wach? Party gestern oder was? Nee. Roomtour und so weiter machen wir später, oder? Jetzt machen wir aber gar nichts, wenn man schon wach. Wenn der mal Perfektionist, habe ich dir gesagt, später gibt's richtige Haustour. Hast du den Test der Welt schon geschrieben? Ach, also bei mir gibt's doch nichts zu holen. Wo fahren wir jetzt hin? Wir besuchen seine Tochter beim Reiten, gucken uns ein bisschen an und dann in einer Stunde haben wir unseren Sprung. Ich schwitze jetzt schon. Christian, wie lange kennt ihr euch eigentlich schon? 4 Wochen. Ja, 3,5. Ja, wie lange kennen wir uns? Ich glaube 15 Jahre. Seit 2002 so, ne? Mhm. Da war ich noch in der Schule. Ja. Bist du jetzt 38, gell? 39. 39. Jetzt, ja, Dezember. Wie habt ihr euch kennengelernt? Im Knast. Ich war kurz Zeit da genommen. Was denn nicht? Ja. Wird es mal Zeit? Wird Zeit, ja. Also ein Knast in Dubai kann ich dir nicht empfehlen. Ist echt, hast nicht mal ein Zimmer mit Fenster. Gefängnis in Deutschland ist viel angenehmer. Du sprichst aus Erfahrung, ne? Ja, ja. Jetzt gucken wir, was der Markus für Pferde hat. Ey, der Markus, das ist der Prinz, der muss doch Pferde haben. Die kriegen einen Kulturschock, wenn wir unsere Pferde hier mitnehmen. Die riesen Brummer. Also die Pferde sind aus Deutschland. Ja, ja. Und die sind total happy, seit sie hier sind. Total happy. Haben sie dir gesagt, ja? Ja, ja. Das merkt man ja, man sieht's ja. Wie kriegt man die Pferde hierher? Die können ja... Flugzeug. Also wir haben sie nach Amsterdam, von Amsterdam her geflogen. Die sind von Hannover, die Pferde, und von Hannover gingen die nach, im Transporter nach Amsterdam und dann ins Flugzeug und 6 Stunden später waren sie hier. Christian, sieht man das in naher Zukunft auch wieder auf dem Pferd? Ja, aber bei uns sind die Pferde sind halt ein bisschen angeschlagen, würde ich sagen. Kannst du überhaupt reiten? Ja, ich bin dran am Lernen. Ich würde aufs Pferd gehen und würde direkt springen. Komm, wir wetten. Komm, wir machen eine Wette. Okay. 500 Euro. 5000. Ich spring. 5000, komm. Mit deinem eigenen Pferd aber. Mit wem? Naja, ich bin kein Reit, wirklich. Ey, ohne Spaß jetzt. Ich wollte ihn auf den Arm nehmen, aber ein bisschen Geld verdienen, weil der Urlaub ist teuer. Aber gut, ja. Dafür, dass heute der letzte Tag ist, ist aber dafür volles Programm. Wie wichtig ist für dich branded clothes, also Markenklamotten? So ein D-Squared, was du anhast? Null. Null wichtig? Yes. Gute Antwort. Markus, was waren deine Beweggründe, nach Dubai zu ziehen? Das schöne Wetter. Erstmal. Ja, die Sicherheit. Es gibt keinen Stress hier, es gibt keine Kriminalität, es gibt keinen Diebstahl. In Deutschland, Spanien, überall wird mein Haus immer leergeräumt. Jedes ist regelmäßig 1, 2, 3 Mal eingebrochen jedes Jahr. Der Neid, der Hass, die Missgunst in Deutschland ist alles scheiße. Hier in Dubai sind alle glücklich, alle sind froh, es gibt keine Arbeitslose, es gibt keine Demonstrationen, weil es nicht erlaubt ist. Es ist einfach alles super. Wir sind glücklich. Das Leben ist schön, das Wetter ist gut, Steuern zahlen wir auch keine, weil es keine gibt. Und null Kriminalität ist das beste Environment für ein Kind zum Aufwachsen, meiner Meinung nach. Wer einmal Fallschirm springt, springt immer wieder. Es ist so geil. Das erste Mal ist halt, ne? Ja, das erste Mal ist immer das schönste Mal. Ja? Ja. Wie immer. Ja. Du bist also eine Fallschirmjungfrau. Jungfrau, ja. Und du entjungferst mich heute, Wahnsinn. Ja, nee, ich nicht. Das ist nicht so mein Ding, ja. Männer zu entjungfern. Das erste Mal, wenn du rausspringst, ist ja schon eine krasse Nummer, ne? Weil du scheißt dir echt in die Hosen. Du sitzt da an offener Tür vom Flugzeug und der Typ hinter dir und dann denkst du, was mache ich nur? Und dann springst du raus und dann geht's an. Bis das Schirmchen aufgeht und dann ein Moment auf den anderen. Ist die Friede, peaceful. Du bist so glücklich. Ich schwöre dir, wenn du landest, willst du gleich wieder hoch. Ernsthaft? Ja. Markus, hast du überlegt, mal einen Fallschirmsprung Lizenz zu holen, dass du alleine springen kannst? Nee,
dann mache ich das irgendwann besoffen und dann mache ich Fehler. Ich muss mich manchmal vor mir selber schützen. Was macht er gerade? Ich google, wie viele Tote es beim Fallschirmspringen gab. 29 erst. Meinst du jetzt ernst? Ja. In den letzten 3 Jahren 29 Tote. Aber von wie vielen Sprüngen ist die Frage? 120. Das heißt, jeder vierte knallt runter. Also, ich bin die Nummer 3. Ich geh erstmal auf Toilette. Wie fühlst du dich gerade? Wie vorm Kampf, du. Du musst mal schauen, wie unprofessionell die ihre Schirme zusammenfalten. Also mit deutscher Gründlichkeit, das hier nichts zu tun. Ne? Christian, warum hast du eigentlich schön aus? Ich habe früher bei meinem Onkel auf dem Dach gearbeitet. Kein Problem, noch nie Höhenangst gehabt. Und dann musste ich, in den jungen Jahren musste ich die Ziegel hochfahren. Ja, und da ist neben mir jemand aufgeschlagen. Ja, und dann hat es halt erwischt. Danach noch 2-3 Mal so Leute vom Gerüst runterfallen sehen, also wo vom Dach runtergerutscht sind, durchs Gerüst gefallen sind, Knochen gebrochen und so. Dann habe ich mir gesagt, hier, ich gehe nie wieder da hoch aufs Dach. Dann habe ich noch 1-2 Mal probiert. Aber feiern. Wie alt warst du da? 16, 17, sowas. 15, nee, 16, 17, 18, sowas, ja. Die beste Begleitung dabei. Da hat ja schon gegoogelt, wie viel Tote es gab. Von daher passt doch schon. Da haben wir schon geschrieben, dass wir die Verantwortung abgeben. Wenn irgendjemand da oben Fehler macht, sind wir selber schuld. Wir sind schuld, wenn andere Fehler machen. Deswegen. Was sollen wir machen? Was siehst du dazu, dass der Christian hier aus 4000 Metern springen will? Verrückt. Wer hat nicht mal ein Testament? Ich weiß nicht mal, wer alles kriegt, wenn was schief geht. Automatisch die Frau. Würdest du dir das selber zutrauen? Nee, hätte ich gar keine Ambitionen, keine Lust. Überhaupt gar nicht, ganz ehrlich. Ich bin kein Adrenalin-Junkie. Ich garantiere, der springt heute nicht das letzte Mal. Ich glaube eher, er springt nicht. Oh, er bereitet sich schon vor. Du lässt mir noch mal ein Video gucken, oder was? Easy, spring da raus, ganz einfach. Markus! Deine letzten Worte? Es gibt keine Worte. Deine letzten Worte? Life is better in Dubai. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it. Verrückt, das ist einfach. Boah, Adrenalin pur, ich schwöre dir. Boah. Oben vorm Absprung war schon krass. Wo der gesagt hat, jetzt geht's los, hab ich schon gegangen. Dein Papi ist wieder da. Ey, yeah. Das kannst du dir nicht vorstellen, ne? Ich schwör's dir, das ist verrückt, ich schwör dir. Geil. Ich sag dir da oben, ne? Das kann, ich schwör dir, wenn du das nicht, kannst du nicht beschreiben. War das das letzte Mal? Nee. Also ich sag, jedes Mal, wenn ich drüber komme, springe ich einmal. Kämpfen ist ein geiles Feeling, aber das ist krank, Alter. Das ist geil. War geil, oder? Das ist ja krank. Das ist mega ja, geil, oder? Wenn du da rausliegst, ne, was da los ist, ne? Ja, Adrenalin pur, das ist einfach krank. Mega. Und dann, wenn der Schirm offen ist, dann ist so friedlich, so schön. Und heute super Wetter, gestern hat es ja geregnet, verrückt. Heute ist alles ganz klar, man hat alles gesehen, alles. Super.
Ihr habt mich wenigstens gut runtergebracht. Thank you very much, my friend. You're welcome. Thank you very much. So you can learn to jump solo. No, solo enough. 1000 times better. Ja? Yeah? Ich hab's gesagt. 100%. Er macht's wieder. 100%. Weil es einfach mega geil ist. Es macht so einen Spaß. Ein schönes Erlebnis, oder? Das war ein schönes Erlebnis. Das war krass. Unbeschreiblich, sag dir ehrlich. Gute Gefühle. Ja. Das Rausspringen.